Herzlich willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Tabea Winter und ich bin Redakteurin von Klasse gegen Klasse. Wir sind eine unabhängige linke Online-Zeitung, von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Herausgegeben wird Klasse gegen Klasse von der revolutionären internationalistischen Organisation RIO. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks. Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse. Unser heutiges Thema ist Einführung in den Marxismus. Hierbei sollen Grundbegriffe des Marxismus und des Trotzkismus vorgestellt werden. Dieser Vortrag wurde im Rahmen des Sommercamps von RIO aufgenommen. Unser heutiger Redner ist Robert Samstag. Er ist Lehramtsstudent aus Berlin. Genau, ich habe in meinem Input quasi, die Idee war ja so eine Einführung in den Marxismus zu geben, also so ein paar Grundbegriffe irgendwie zu klären, die zentral sind quasi im Marxismus und auch im Trotzkismus. Das machen wir eben nicht. Also wir beschäftigen uns nicht mit irgendwie mit dieser Theorie, die ja auch schon so super alt ist quasi, weil wir einfach voll die Nerds sind, sondern also vielleicht auch, aber weil wir sozusagen die Welt verstehen wollen, um sie zu verändern. So wie ja auch diese berühmte These, die These 11 von Marx sagt. Also genau, die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert, aber es kommt darauf an, sie zu verändern. Und deswegen ist auch die Idee quasi, wenn wir jetzt über Marxismus reden, über Theorie, dass wir immer überlegen, okay, was hat das mit unserer Realität zu tun? Wie können wir dadurch auch die Phänomene, mit denen wir uns auseinandersetzen, besser verstehen? Und wie können wir auch dahin kommen, eben genau sozusagen darüber zu sprechen, dass wir tatsächlich auch die kapitalistische Gesellschaft stürzen können und tatsächlich sowas wie eine sozialistische Gesellschaft aufbauen können, die dann auf dem Weg auch zu einer klassenlosen Gesellschaft und zum Kommunismus irgendwie kommt. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen weiß ich nicht, ob ich vielleicht auch ein bisschen was kürze. Hinten raus recht viel Zeit. Wenn ja? Eine Pause ist, also. Mhm. Okay, ihr habt damit kein Problem. Jetzt können auch nicht alle gleichzeitig zum Essen, weil der Raum nicht groß genug ist, eigentlich egal, ja. Okay, nice. Na gut, wenn ihr das jetzt habt ihr es, jetzt habt ihr verkackt. ich hab mir so überlegt, keine Ahnung, wie kann man irgendwie so das Thema Marxismus gut gliedern oder was ist da irgendwie wichtig? Und es gibt so einen Text von Lenin, der heißt Drei Bestandteile und drei Quellen des Marxismus. Ich weiß nicht, kennt ihr jemand von euch? Das ist von 1913. Der benennt eben genau drei so Ursprünge und argumentiert quasi, dass Marx sich mit seinem Denken auf die fortschrittlichsten Ideen, auf die fortschrittlichsten wissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit gestützt hat und die weiterentwickelt hat. Und ich wollte quasi zu diesen drei Elementen, die er da benennt, jeweils ein bisschen was sagen. Und das ist zum einen, Lenin sagt, Marx stützt sich auf die deutsche Philosophie, auf die hegelsche Dialektik und auf den Materialismus und entwickelt die weiter. Er stützt sich auf die politische Ökonomie, besonders aus England eben. Vielen Dank. Ricardo und Smith und so, das kennt ihr ja sicherlich auch. Und entwickelt ihn dann weiter zu seiner Gesellschaftsanalyse und auf den französischen Sozialismus, also quasi auf den utopischen Sozialismus, auf die ersten Kapitalismuskritiker und entwickelt sie weiter und gibt dem eigentlich auch erst ein richtiges wissenschaftliches Fundament, also wie man den Kapitalismus tatsächlich stürzen und auch durch eine neue Gesellschaft ersetzen kann. Und zu dem ersten Punkt, also der Frage der Philosophie, des historischen Materialismus, dass der entscheidende Ausgangspunkt quasi von der Betrachtung überhaupt der Gesellschaft im Marxismus ist, nicht wie
sozusagen, das ist ja auch heute oft in der Uni irgendwie, da wird es sehr viel mit Ideen auseinandergesetzt, was denken die Leute über die Gesellschaft. Und im Marxismus und im historischen Materialismus ist es eben die materielle Realität, die der Ausgangspunkt der Gesellschaft bietet. Also das Verhältnis zwischen Mensch und Natur und wie der Mensch und die Menschen in den verschiedenen Geschichtsepochen in Auseinandersetzung mit der Natur ihr materielles Leben produziert und reproduziert haben. Also die materielle Basis, die Produktion und die Reproduktion bieten quasi die Grundlage und die Gesamtheit dieser der Bedingungen, in denen produziert und reproduziert wird in den verschiedenen historischen Epochen, bezeichnet man eben als Produktionsverhältnisse oder Produktionsweisen. Kennt ihr irgendwelche Produktionsverhältnisse in der Geschichte, die so klassisch vom Marxismus irgendwie definiert wurden? Fällt euch da was ein? Also Kapitalismus ist eine. Welche gab es davor? Wird es einfach Feudalismus genannt, oder? Genau, Feudalismus beispielsweise. Genau, also so in so einem klassischen Schema gibt es ja quasi den Urkommunismus, die Sklavenhaltergesellschaft, den Feudalismus und den Kapitalismus, und in sozusagen nicht europäischen Teilen der Welt auch die als asiatische Produktionsweise bezeichnete Produktionsverhältnisse. Und diese Produktionsverhältnisse, die bestimmen sich alle eben durch einerseits die Art und Weise, wie eben Reichtum produziert wird, aber wie auch die Macht organisiert ist, demzufolge, welche Klassen es gibt in den verschiedenen Gesellschaftsformen. Aber dazu werde ich später auf jeden Fall auch noch was sagen. Und der ist sozusagen die Quintessenz, lässt sich auch gut mit einem Zitat zusammenfassen von Marx aus dem Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie, die eben sagt, dass das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das ist natürlich nicht super schematisch, also oder kann vielleicht einmal jemand was dazu sagen, was er oder sie denkt, was das bedeutet, dass Sein bestimmt das Bewusstsein und nicht das Bewusstsein bestimmt das Sein. Wie kann man das mit eigenen Worten erklären oder mit einem Beispiel vielleicht? Also sagen, dass ich meine Gedanken bestimme und nicht meine Gedanken ich. Also wenn man das sozusagen damit austauscht, Sein und Bewusstsein, Sein und ich. Und Bewusstsein eben das, was ich denke und was ich irgendwie... Genau, aber das Bewusstsein ist ja auch von dir. Ja, okay. Also was bestimmt dein Bewusstsein? Was von dir? Das, was du denkst? Naja, also da geht es ja eher darum, dass der Körper eher das bestimmt. Oder bin ich hungrig, bin ich müde, bin ich... Klar, auf so einer ganz basalen Ebene, genau. Und wenn man das jetzt auf die Gesellschaft überträgt, also das gesellschaftliche Sein, dann bedeutet das eben, dass die Stellung im Produktionsprozess in einem weiteren Sinne das bestimmt, was man über Gesellschaft denkt und über sich denkt. Also die, wenn eine Person täglich 8 Stunden zur Arbeit geht, Stress mit dem Job hat, irgendwie sexistischer Unterdrückung ausgesetzt wird und so weiter, dann formt das natürlich die Art und Weise, wie er und sie über Gesellschaft denkt. Und es ist eben nicht so, dass die Ideen von irgendwo herkommen, auch wenn, wie gesagt, das eben nicht so schematisch ist, dass jetzt alle ArbeiterInnen eben klassenbewusste Revolutionäre sind und sozusagen das wäre auch sehr, sehr einfach. Und dieses grundlegende Denkmuster eben des Materialismus, also das Sein bestimmt, das Bewusstsein, das lässt sich auch auf andere
Prozesse übertragen. Also wenn wir beispielsweise über Rassismus nachdenken, da gibt es ja auch sehr oft dieses Argument, ja, die Menschen sind einfach so, sind einfach rassistisch oder sind einfach sexistisch. Der Marxismus hat versucht, auch solche Phänomene eben, Unterdrückungsmechanismen und Ideologien materialistisch zu erklären und hat dabei die ganz enge Verbindung festgestellt zwischen bestimmten Produktionsverhältnissen wie der Sklaverei, des Kolonialismus, die dann solche Vorstellungen der Überlegenheit oder der Unterlegenheit erst hervorgebracht haben als Rechtfertigung quasi dieser Zustände. Und genau das Gleiche gilt auch für die Frauenunterdrückung. Engels hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, wo er quasi dargelegt hat, wie die Entstehung der Familie überhaupt, der Kleinfamilie und auch der sozusagen geschlechtlichen Arbeitsteilung ganz eng in Verbindung stand mit dem, mit dem Entstehen des Privateigentums, was ermöglicht wurde dadurch, dass quasi in Gesellschaft, also dass die Produktivkräfte gewachsen sind, dass mehr Reichtum zur Verfügung stand und das erste Mal in der Geschichte quasi nicht alle Menschen der Gemeinschaft arbeiten mussten und dadurch eine gesellschaftliche Hierarchie entstand und auch die Klassen als solches entstanden sind und dass auch die Frauenunterdrückung sich natürlich auch heute noch nicht nur ideologisch irgendwie manifestiert, sondern real in der Ungleichheit und in der unbezahlten Reproduktionsarbeit beispielsweise, die Frauen gesellschaftlich leisten müssen. Und ein weiteres Feld, wo sich diese materialistische Theorie auch sehen lässt, ist in der Staatstheorie des Marxismus, die von Marx, aber auch von Lenin entwickelt wurde und wo auch Engels in dem Buch, was ich gerade schon erwähnt hatte, die Verbindung, die Entstehung des Staates eben mit der Entstehung der Klassen und des Privateigentums verbindet und sagt, dass ein Staat eigentlich im Laufe der Geschichte immer ein Instrument der Unterdrückung einer Klasse über eine andere ist und nicht sozusagen, wie uns das heute erzählt wird, auch quasi, ja, der Staat sind ja wir alle sind ja irgendwie Teil des Staates. Nein, der Staat ist in den verschiedenen geschichtlichen Epochen eben immer ein Instrument gewesen und Lenin spitzt es sogar zu in dem Buch Staat und Revolution und sagt, Staaten sind eigentlich immer besondere Formation bewaffneter Menschen. Also wenn man jetzt diese ganze Ideologie beiseite lässt, was sind dann Staaten? Das sind die Gerichte, die Armee, die Polizei und natürlich auch der ganze Apparat, der da dranhängt, die Gesetze, die Institutionen, aber auch die Medien und im weiteren Sinne sogar sowas wie die Gewerkschaftsbürokratie, die ja auch die Gesetze des Staates innerhalb der Arbeiterinnenklasse durchsetzt. Und deswegen hat Lenin aber gesagt, weil sozusagen es wäre sehr, sehr nicht so gut, wenn der Staat uns jetzt irgendwie sagen würde, ja, wir sind eigentlich nur das Instrument der Herrschaft der Bourgeoisie, der KapitalistInnen. Das würde nicht so gut funktionieren. Und deswegen hat Lenin gesagt, dass die parlamentarische Demokratie, die bürgerliche Republik, die beste Hülle ist, um die eigentliche Herrschaft des Kapitals zu verdecken. Heute gibt es natürlich auch jetzt aus einer anderen Ecke vielleicht, auch aus einer postmarxistischen Ecke, viele Theorien, die auch von verschiedenen Parteien in Europa, die linkspopulistische Parteien wie Syriza oder Podemos oder auch der Linkspartei, die letzten Endes auch solche Theorien, eben eine nicht-marxistische Theorie vom Staat haben und die eben nicht sagen, dass der Staat das Instrument der Klassenherrschaft der Bourgeoisie ist und dass man daran nichts ändern kann, sondern die haben die Vorstellung, dass der Staat quasi
ja, ein Machtvakuum bildet und es nur darauf ankommt, wer dann an der Führung dieses Staates steht oder wer dann in den Parlamenten die Mehrheit hat oder wer in der Regierung die Mehrheit hat. Aber dabei wird eben dieser materialistische Aspekt, nämlich die Frage der Produktionsverhältnisse, vollkommen außer Acht gelassen. Und dass man das eben nicht mit Wahlen sozusagen verändern kann, das sehen wir auch in Bundestagswahlen sehr, sehr gut. Also was, welche Themen werden thematisiert und welche Themen werden überhaupt gar nicht thematisiert. Und wenn sie thematisiert werden, wie sozusagen jetzt auch mit Deutsche Wohnen enteignen, wo ja schon so ein bisschen die Frage auch gestellt wird, auch in einem sehr begrenzten Rahmen der Enteignung, dann kommt von allen Seiten eigentlich, das wird so nicht passieren. Genau. Und deswegen war auch eine der Schlussfolgerungen von Marx aus der Erfahrung der Pariser Kommune 1871, dass der Staatsapparat eben, also um eine Revolution zu machen, um den Sozialismus einzuführen, kann man den Staatsapparat nicht einfach so übernehmen. Also wir können nicht einfach so die Gerichte weiterführen, das Parlament übernehmen und da unsere Sachen machen, sondern der Staatsapparat muss zerschlagen werden und muss eben durch einen neuen ersetzt werden, durch einen proletarischen Staat, durch die Diktatur des Proletariats, ist ja so der Begriff, wo so ein bisschen nicht ersichtlich ist, dass eigentlich das eine krasse Ausweitung der demokratischen Teilhabe der Mehrheit der Bevölkerung bedeuten würde. Und ja, aktuell wir ja auch in der Diktatur der Konzerne, der Bourgeoisie leben und die eine Diktatur des Proletariats ist eigentlich die breitmögliche Demokratie und Mitsprache der Arbeiter ermöglichen würde, über die Fragen, die heute eben nicht, die nur in Konzernen sitzen, irgendwie besprochen werden, nämlich die Fragen der Wirtschaft. Und genau, kommen wir vielleicht zu diesem Thema der Wirtschaft, also zu dem zweiten Punkt der Ökonomie und um so ein bisschen zu verstehen, wie auch überhaupt der Kapitalismus funktioniert. Also wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, genau wie ist das Gesellschaftsbild an sich, wie ist das, aber wie ist es konkret auch im Kapitalismus? Marx geht erstmal davon aus, natürlich, dass es zwei zentrale Klassen gibt, die sich gegenüberstehen. Und das sind zum einen die ArbeiterInnen und die KapitalistInnen. Kann jemand vielleicht definieren, was ein Arbeiter oder wie die ArbeiterInnenklasse quasi wie sie sich definieren lässt. Wie kann man sagen, dass jemand ein Arbeiter ist oder eine Arbeiterin oder nicht? Kann man eigentlich Zwischenfragen stellen? Klar, die ganze Zeit. Nee, weil ich habe... Ist es eigentlich, dass Marx von nur zwei Klassen ausgeht oder nur zwei zentralen Klassen? Zwei Hauptklassen. Klar, es gibt sozusagen Zwischenschattierungen, klar. Also, und auch sozusagen, also, ja... Natürlich gibt es ein breites Spektrum sogar von Zwischenklassen. Aber ja. Also die Zentrale, sozusagen um auf die Idee zu kommen, welcher Klasse Personen zugehören, geht es eben um die Stellung im Produktionsprozess, also um die Beziehung zu den Produktionsmitteln in der heutigen Gesellschaft quasi, ja, Kapital. Unternehmen, Maschinen und so weiter. Genau, Kapitalistinnen sind quasi diejenigen, die diese Produktionsmittel besitzen und ArbeiterInnen diejenigen, die für einen Lohn ihre einzige, genau, und die Kapitalistinnen sozusagen besitzen die Produktionsmittel, verkaufen dann die Waren oder Dienstleistungen, die sie anbieten, und die ArbeiterInnen sind die für einen Lohn ihre wahre Arbeitskraft verkaufen. Und um zu erklären, wie überhaupt die kapitalistische Gesellschaft funktioniert oder wie die Kapitalistinnen dann aus diesem Austausch quasi Profit machen, hat Marx quasi den Begriff der Ausbeutung
für verwendet, wie das funktioniert, also die Aneignung vom Mehrwert. Kann das jemand vielleicht mal erklären, der das, also wie, was ist Ausbeutung im marxistischen Sinne? Ja, prinzipiell, also ja, der Kapitalist gibt dir ja weniger Lohn für das, was man im Endeffekt hergestellt hat, als er dadurch erwirtschaftet. Und da gibt es dann halt diesen Überhang, ist da quasi der Mehrwert, den der Kapitalist für sich behält. Genau, und der Lohn im Endeffekt, das, was der Arbeiter bekommt, um zu leben, so gerade noch. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Ja, du hast das sehr gut definiert. Also du hast doch schon einen Aspekt benannt, nämlich wie sich der Lohn zusammensetzt. Also genau, der Hauptteil ist quasi der, also sozusagen in der marxistischen Theorie setzt sich ja der Wert einer Ware aus den Bestandteilen zusammen, die dafür notwendig sind, es herzustellen. Und in dem Fall geht es um die Reproduktion der wahren Arbeitskraft, die sichergestellt werden muss. Also wir müssen irgendwie was essen, wir brauchen auch Kleidung, wir müssen davor zur Schule gegangen sein, um irgendwie dann auch dazu überhaupt in der Lage zu sein, die Sachen, diese Arbeit zu leisten. Und noch eine ganze Reihe eben von historisch-moralischen Faktoren. Also es geht eben nicht nur um das reine Überleben sozusagen, sondern auch um die Fragen von gesellschaftlicher Teilhabe. Und da ist es ja eben auch die Frage des Klassenkampfes ganz entscheidend. Also ohne Klassenkampf und ohne die Organisierung der Arbeiterinnenklasse würden die Löhne heute viel niedriger sein. Und die Kapitalistinnen mussten eben bestimmte Zugeständnisse machen, die dann auch nicht mehr so leicht sind, quasi wegzunehmen. Genau, also du hast das auf jeden Fall ganz gut erklärt, wie die Ausbeutung funktioniert. Und das ist sozusagen auch die Grundlage für die riesige Ungleichheit, also diese Aneignung des Mehrwerts, die täglich stattfindet, indem wir irgendwie, keine Ahnung, 8 Stunden zur Arbeit gehen und von diesen 8 Stunden vielleicht 4 Stunden oder 6 Stunden dann als Lohn tatsächlich bekommen und den Rest steckt sich der Kapitalist ein. Und es ist eben nicht, wie es ja auch die Reformistinnen immer sagen, so die große Ungleichheit, die Schere zwischen Arm und Reich liegt einfach nur daran, dass es nicht richtig verteilt ist, dass es im Kapitalismus, dass da irgendwie Sachen falsch laufen und da muss man einfach ein bisschen gegensteuern mit höherer Vermögensteuer oder dies oder jenes, wobei wir natürlich auch für eine große Vermögensteuer sind, aber das ist eben nicht die Lösung des Problems. Das Problem ist die Ausbeutung. Und vielleicht dazu auch noch eine andere wichtige Kategorie, die der Unterdrückung, die ja auch, glaube ich, sehr zentral ist heute, auch in vielen Bewegungen irgendwie, wenn es um genau, rassistische Unterdrückung, Sexismus und Frauenunterdrückung, LGBTI-Unterdrückung geht. Ausbeutung und Unterdrückung sind nicht das Gleiche, aber sie sind eng miteinander verwoben. Also durch die Unterdrückung können eben von Geflüchteten beispielsweise, von Frauen, kann einerseits die Arbeiterinnenklasse natürlich gespalten werden und dadurch geringere Löhne durchgesetzt werden und eben auch die Ausbeutung verschärft werden. Und deswegen müssen Kämpfe gegen Unterdrückung immer auch antikapitalistisch sein, um an die Wurzel des Problems anzugehen, nämlich genau das Problem, quasi die Ausbeutung. Eine ganz enge Verbindung. Aber eben ohne den Kampf gegen Unterdrückung kann auch der Kampf gegen die Ausbeutung, gegen die kapitalistische Ausbeutung nicht erfolgreich sein. Also
vielleicht noch ein kleiner Punkt. Zu den Veränderungen, also wenn wir uns jetzt gerade auch Marx angucken, dann hat sich natürlich auch seitdem Marx irgendwie, also diese ganzen Sachen sind immer noch aktuell, aber viele Sachen haben sich auch verändert und haben sich sogar auch in der Zeit schon von Lenin und Trotzki, also sozusagen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hatten sich auch da schon im Verhältnis zu Marx geändert. Auch wenn der Kapitalismus natürlich schon im 19. Jahrhundert irgendwie ein Weltsystem war, gab es nur in einigen zentralen Ländern ein richtiges entwickeltes Industrieproletariat und in vielen kolonialen und halbkolonialen Ländern gab es es zu Marx-Zeiten noch nicht. Und deswegen hat Marx, obwohl er sozusagen Anhänger auch von der internationalen Revolution war, deswegen ist Marx davon ausgegangen, dass nur dass in den zentralen Ländern die Revolution ausbrechen würde, in Frankreich, in England oder in Deutschland, und ist nicht davon ausgegangen, dass beispielsweise in Russland eine Revolution stattfinden könnte, die den Kapitalismus zerschlagen würde. Und dafür ist ein ganz, ganz zentraler Begriff entscheidend, nämlich der des Imperialismus, der vor allem von Lenin definiert wurde, in einem Buch, was er geschrieben hat, Imperialismus als höchste Phase des Kapitalismus. Kaffee? Ja, gerne. Schwarz? Ja, gerne. Danke. Kennt jemand denn einige so Elemente der Imperialismus-Definition von Lenin? Oder was würdet ihr unter Imperialismus verstehen? Großstaatenmacht. Ja, okay. Also die Aufteilung der Welt unter wenige große Mächte. So, das ist ein wichtiges Element. Die Welt ist komplett aufgeteilt unter die großen kapitalistischen Mächte. Dasselbe gilt auch für Märkte, oder? Dass es quasi immer weniger Unternehmen gibt, die quasi immer höhere Anteile an Märkten haben. Oder? Genau, die Konzentration des Kapitals zu Monopolen und Trusts, genau. Was auch sozusagen ein Unterschied ist zu dem, was man ja auch so als Manchester-Kapitalismus nennt, also so die freie Konkurrenz, die hört auch schon auf zu existieren. Was gibt es noch? War dann nicht einer der Aspekte, dass dann auch das immer stärker anfängt, mit dem Staat zu verschmelzen? Nee, also es verschmilzt was, genau. Es verschmilzen unterschiedliche Typen von Kapital. Also Lenin sagt quasi, die Fusion des Bank- und des Industriekapitals zum Finanzkapital ist noch ein weiteres wichtiges Element. Und was noch? Noch eins, was ganz entscheidend ist. Die Kapitalexporte. Also davor war es immer so, dass die Kolonien, dass die Kolonialmächte die Kolonien nur als irgendwie Absatzmärkte genutzt haben und als Quellen für Rohstoffe. Und im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts fand auch immer mehr statt, dass Unternehmen Kapital exportiert haben, also Fabriken gebaut haben in Kolonien und Halbkolonien. Und dadurch natürlich auch die lokale Industrie vernichtet haben und dann eben die englischen Konzerne, französischen Konzerne, deutschen Konzerne überall Fabriken und Standorte aufgebaut haben. Und das hat es auch ermöglicht, dass eigentlich total ländlich geprägten, noch mit vielen Feudalstrukturen, wie beispielsweise eben auch in Russland, sich eine super moderne Industrie herausbilden konnte, die eben von den größten Kapitalunternehmen aus Westeuropa dahin gebracht wurde und dadurch eben das, was Trotzki auch als ungleiche und kombinierte Entwicklung bezeichnet hat, nämlich sozusagen
ungleich, weil sie eben nicht gleichzeitig ist, weil, oder weil es nicht eben immer die gleiche Entwicklung ist, die überall stattfindet. Also England ist jetzt das Modell und alle erleben irgendwie das, was ja auch häufig dem Marxismus unterstellt wird sozusagen. Das ist dieses lineare Entwicklungsmodell und England ist das Vorbild irgendwie so. Sondern dass es eben, dass bestimmte Länder durch diese Nicht-Gleichzeitigkeit bestimmte Entwicklungsstufen übersprungen werden können. Und in Russland war es eben der Fall, dass die supermoderne Industrie, die sogar noch moderner war als in England zum Teil, und ein hochkonzentriertes Proletariat zusammengelebt hat mit einerseits einem ja doch zu 90% agrarisch geprägten Land und einer super reaktionären, autoritären politischen Überbau in dem Zarismus, der eben fast keinerlei auch bürgerlich-demokratische Rechte zugestanden hatte. Und dadurch die Möglichkeit bestand für dieses industrielle Proletariat in Verbindung mit der Bauernschaft, dann tatsächlich die Aufgaben der Bourgeoisie zugekommen wären, also demokratische Errungenschaften, das Wahlrecht, den 8-Stunden-Tag durchzusetzen, aber da dann natürlich nicht stehen zu bleiben, sondern dann auch die Frage zu stellen, okay, wenn wir jetzt schon das erkämpft haben, dann können wir auch weitergehen und wer hat denn die Kontrolle über die Fabriken, wer hat die Kontrolle über die Unternehmen? Die Landfrage wurde auch von der Bourgeoisie nicht gelöst und war auch dann im Zeitalter des Imperialismus nicht mehr von der Bourgeoisie zu lösen, weil sie sich gegen jegliche Revolution, gegen jegliche Veränderung gestellt hat. Und deswegen, und das ist das, was Trotzki in der Theorie der permanenten Revolution dann quasi konzeptionell fasst, dass nur noch die Arbeiterinnenklasse in Verbindung mit den unterdrückten Massen und unterdrückten Klassen die bürgerlich-demokratischen Aufgaben lösen kann und die verbindet mit den sozialistischen, also da nicht stehen bleiben kann. Und das ist im Endeffekt auch das, was ja in der russischen Revolution von 1917 passiert ist. Also dass genau nach der Februarrevolution, die den Zaren abgeschafft hat, dann auch die Oktoberrevolution folgte. Genau, das vielleicht so zu den Neuerungen auch nach Marx. Und dann noch der letzte Punkt, damit komme ich auch schon fast zum Ende, nämlich der des französischen Sozialismus oder des utopischen Sozialismus, was sozusagen diese Ideen sind im Kommunistischen Manifest. Wenn ihr es gelesen habt, dann gibt es ja so einen Abschnitt irgendwie, wo Marx und Engels sich so mit den verschiedenen Programmen auseinandersetzen. Was sozusagen da für uns heute noch irgendwie von Bedeutung ist, ist, dass man einfach sehen kann, dass mit der Entstehung des Kapitalismus entstanden auch schon die ersten KritikerInnen des Kapitalismus, die ersten GegnerInnen des Kapitalismus, die dieses System angeprangert haben. Aber was noch nicht klar war sozusagen bis zu Marx-Zeiten war, wie dieses System überwunden kann, welche Sektoren dieses System überwinden können und durch was für ein System es irgendwie ersetzt wird. Und da hat Marx bekanntermaßen die Arbeiterinnenklasse erkannt, die fortschrittliche Klasse ist, weil sie einerseits durch ihre Stellung im Produktionsprozess objektiv in der Lage ist, überhaupt die gesamte Gesellschaft lahmzulegen und auch zu verwalten und weil sie ein objektives Interesse daran hat, dass die Klassenwidersprüche überhaupt aufgelöst werden, also dass es keine Klassen mehr gibt. Das, was ich ganz spannend finde, ich habe ein Zitat mitgebracht, das ist auch aus Staat und Revolution, aber es ist eigentlich ein Zitat von Marx aus einem Brief. Und er hat quasi gesagt, was sind die Sachen, die, oder ich lese einfach vor.
Was mich nun betrifft, so gebührt mir nicht das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. Bürgerliche Geschichtsschreiber haben längst vor mir die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen und bürgerliche Ökonomen die ökonomische Anatomie derselben dargestellt. Was ich neu tat, war erstens nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist. Zweitens, dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt. Drittens, dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet. Genau, also das Entscheidende dabei ist, glaube ich, dass dass der Klassenkampf oder dass notwendigerweise nicht im Sinne von einem Automatismus sozusagen, dass das jetzt einfach so automatisch passiert, sondern dass wenn die Arbeiterklasse die Produktionsmittel verstaatlicht und enteignet, und die Kontrolle quasi über die zentralen Bereiche der Gesellschaft erlangt und unter eine demokratische Verwaltung stellt und sozusagen auch in Form von Räten oder Komitees, wie auch immer, die Gesellschaft neu strukturiert, dass das nur der erste Schritt ist hin zu einer Weiterentwicklung, also dass quasi dieser Staat, dieser Arbeiterinnenstaat, nur dazu dienen soll, die Macht der Bourgeoisie zu brechen, die Revolution auch international überhaupt auszuweiten und dann die Grundlage für die Abschaffung des Staates selbst und jeglicher Klassen Unterschiede der Ausbeutung, Unterdrückung, des Geldes legen kann. Also dass quasi der Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus. Und ich glaube, das ist sozusagen für uns auch als Trotzkistinnen ganz wichtig, denn es werden ja immer so Beispiele herangezogen für den Sozialismus, wie irgendwie die DDR oder auch Kuba, wo man sagen muss, das waren Arbeiterinnenstaaten sozusagen, da gab es keine Kapitalistinnen, die Bourgeoisie wurde enteignet und die Produktionsmittel waren in staatlicher Hand und das hat auch sehr große Errungenschaften gebracht, in Kuba im Falle vom Gesundheitswesen, auch in der DDR gab es viele Errungenschaften im Vergleich zur BRD, aber das war kein Sozialismus. Also es war immer noch, es war definitiv nicht ein Halbstaat, der sich im Absterben befindet, so wie es Marx und Lenin sich vorgestellt haben und sozusagen vorgeschlagen haben, sondern es waren und sind auch immer noch sehr repressive Staaten. Also wir haben es ja jetzt auch gerade gesehen in den Protesten in Kuba, wo sozusagen die Massen auch in einer wirklich schwierigen Situation der Pandemie und auch mit den Plänen der Regierung, die den Kapitalismus wieder einführen wollen. Jetzt sind sogar Unternehmen wieder, also jetzt können auch Unternehmen gebildet werden auf einer größeren Skala, als es vorher möglich war. Dass die Massen auf die Straße gehen und protestieren und das Regime mit einer krassen mit einer krassen Repression antwortet und tatsächlich auch nie in Kuba, weder in Kuba noch in der DDR eine wirkliche Arbeiterdemokratie vorhanden war, also immer das Einparteienregime ja auch jegliche Diskussion darüber, wie was mit der Zukunft irgendwie passiert,
nicht ermöglicht hat. Und dann natürlich auch den Weg für die Reaktion und im Falle von Kuba von einer sehr rechten Agitation ermöglicht hat, die jetzt quasi die noch stärkere Öffnung für die Kapitalmärkte in Kuba fordern. Genau. Vielleicht höre ich hier auf und dann können wir vielleicht erstmal noch Sachen klären, Fragen. Das war's mit dem roten Faden. Bei Fragen, Kommentaren oder Wünschen schreibt uns gerne. Unsere Arbeit finanziert sich ausschließlich über Spenden, deshalb freuen wir uns, wenn ihr was dalasst. Wenn euch der Inhalt gefallen hat und ihr Lust habt, mit uns aktiv zu werden, dann meldet euch bei uns. Wir sind aktiv in Kämpfen der Jugend, in den Krankenhäusern oder in den Universitäten. Wir freuen uns auf euch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung.